Ja, hallo, das ist der Erich Sommer. Ich wollte mich mal wieder melden mit Neuem aus Hammerspeich. Was ist aktuell momentan zu berichten? Wir haben ja diese mobile Einkaufshilfe. Wir werden jetzt am 30. die nächste Woche also das Auto zurückgeben an die Firma Haug. Ich möchte mich hierbei nochmal recht herzlich bedanken bei der Autofirma Haug für die Zurverfügungstellung von dem Auto für diese Zeit. Die Hotline wird weiter bestehen bleiben. Wir werden das ein bisschen umorganisieren, damit die Leute, die sich die ganze Zeit gemeldet haben, auch weiterhin bei uns melden können und auch geholfen kriegen. Ansonsten auch bei den Helfern nochmal recht herzlichen Dank. Es hat sehr gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden, besonders mit unseren Jungen. Das hat einmal frei geklappt. Die haben mich auch immer unterstützt, wenn ich ein bisschen im Arbeitsstress war die letzte Woche und nicht so gekannt habe, das Auto umstellen, hat problemlos geklappt. Und auch beim Burkhard Jürgen, der das organisiert hat mit der Hotline, recht herzlichen Dank. Hat alles super geklappt und wir werden das weiterhin so aufrechterhalten. Dann, ja, wie geht es weiter in der Zukunft? Unser Gemeindearbeiter ist im Moment dabei, die Spielplätze herzurichten. Sie sind ja gesperrt momentan und das haben wir genutzt, die Spielplätze in absoluter korrekter Sicherheitszustand zu versetzen, alles ein bisschen zu renovieren, sanieren, dass halt alles perfekt ist. Wir hoffen, dass wir bis im Laufe des Monats Mai, vielleicht Mitte, Ende Mai, wir wissen nicht genau, die Spielplätze wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen können und dann sollen sie halt im Top-Zustand sein. Ich denke, das erreichen wir bis Ende dieser Woche. Auch da an die Gemeindearbeiter recht herzlichen Dank. Es war viel Arbeit die letzten Tage und auch diese, der Niklas und der Benny, haben sich da voll eingesetzt. Ja, und natürlich werden wir auch unser Maibaum dieses Jahr wieder stellen. Wir waren gezwungen, neuer zu schlagen im Wald, da der alte leicht angefault war und uns dazu gefährlich war, verkehrssicherungspflichtmäßig, den nochmal zu stellen. Benny hat einen Neuer besorgt, die haben er schon hergerichtet und am Donnerstag, der 30. wenn wir dann natürlich auch wieder aufstellen, so wie er in den letzten 5 Jahren seit 14, ja, 6 Jahren schon immer in Hammerspeich gestanden hat. Dann werden wir auch die Sprechstunden ab 12. Mai wieder öffnen. Das Rathaus bleibt weiterhin geschlossen, aber für die Sprechstunden werden wir es öffnen. Und ich darf halt die Bürger bitten, immer bloß zu zweit inzutreten in den Vorraum, dass man das ein bisschen auch unter Kontrolle hat mit dem Abstand und immer bloß einer zum Bürgermeister. Aber wie gesagt, ab Dienstag, der 12. ist wieder Sprechstunde zwischen 18 und 19 Uhr im Rathaus in Hammerspeich. Recht herzlichen Dank auch an unsere Kindergärtnerin vom Kindergarten, die hier in der Corona-Zeit zwar den Kindergarten geschlossen haben, aber viele Aktivitäten an den Tag gelegt haben, um die Kinder zu beschäftigen. So wurden Bastelaktionen gestartet, wo die Kinder haben keine Basteln und sich Sachen abholen am Kindergarten. Es wurde eine Schlange ins Leben gerufen, Steinschlange. So die Steine werden im Dorf zusammengesucht, werden bemalt und werden am Kindergarten zu einer Schlange, die immer länger wird, so länger der Kindergarten geschlossen ist natürlich, zusammengestellt. Also die Kindergärtnerinnen haben viele, viele Aktivitäten, um auch die Kinder hier im Ort zu beschäftigen. Auch Ihnen recht herzlichen Dank. Dann auch noch was für uns. Ihr seht es ja an mir. Mein Bewuchs wird immer stärker. Ich bin froh, dass nächste Woche unser Friseurgeschäft in Hammerspeich wieder öffnen. Eins davon hat schon verkündet gelassen, dass die Termine zu sind bis Juni. Auch unser Herrenfriseur wird nicht drumherum kommen, Termine zu vergeben, um auch das Wartezimmer nicht so voll werden zu lassen. Ich bin am Dienstag gleich draußen nicht geheert, also am Dienstag nach da und freue mich schon richtig drauf, dass es da auch wieder ein bisschen weitergeht. Und ganz herzlichen Dank auch an die Familie, die vom Wasserhaus, die das Kaffee in Hammerspeich jetzt neu übernommen hat, für deine angebotene Service. Ich merke, in Hammerspeich geht es trotz der Krise langsam aufwärts. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die aktiv bleiben, die weitermachen, die nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, jetzt ist alles rum, jetzt ist alles schlecht. Nein, in schlechten Zeiten muss man nach vorne gucken und muss gucken, dass es weitergeht. Und das macht auch die Gemeinde. Wir planen schon für den Herbst. Also ich darf jetzt ankündigen, dass die Gemeinde im Herbst eine Baum- und Blumenaktion starten wird. Die Gemeinde wird also ca. 200 Obstbäume zur Verfügung stellen, die von Bürgern gepflanzt werden dürfen innerhalb des Ortes und im angrenzenden Ortsbereich. Und wir wollen über 10.000 Blumenzwiebeln in der Ortsgemeinde pflanzen. Und hierbei hoffen wir auf viele zahlreiche freiwillige Helfer, die Patenschaften übernehmen, uns hierbei unterstützen, um die Aktion Hammerspeich blüht auf, wieder stärker nach vorne zu bringen.
Ich denke, das war's mal kurz für heute. Ich werde mich irgendwann in nächster Zeit wieder melden und sage Tschüss, euer Erich.